Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiria? Und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video. Doch bevor wir damit anfangen, nochmal ganz kurz wegen dem Team-Build-Channel. Läuft bis jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Ihr macht euren Job auch gut, sowohl ihr als auch die Kamis natürlich. Aber ich würde euch natürlich sehr, sehr gerne darum bitten, dass ihr diesen Team-Build-Channel wirklich nur mit diesen Anfragen bombardiert und nichts anderes da reinschreibt. Heißt, eurerseits kommen bitte nur Anfragen, wie es hier am Beispiel ist, @Kami, das ist mein Team und so fort. Und dann bekommt ihr von einem jeweiligen Kami eure Antwort und gut ist, dann müsst ihr quasi nicht mehr da hinschreiben. Deswegen bitte ich euch, nicht mehr hinzuschreiben. Wenn ihr dann noch Fragen zum Team habt, dann könnt ihr sie gerne an den jeweiligen Kami stellen, der euch das Ganze geschickt hat, die Antwort dazu, entweder im Dokkan-Chat oder privat. Deswegen bitte, damit ihr dann quasi eine Struktur habt, bitte nur eure Anfragen einsenden. Aber das läuft eigentlich ganz gut mittlerweile. Ich würde das gerne noch über ein, zwei Wochen ausprobieren. Beziehungsweise nicht ausprobieren, sondern anschauen, mir beobachten, was da noch so geht, um dann quasi eventuell andere Änderungen vorzunehmen. Aber andere Änderungen, beziehungsweise kamen eurerseits am Anfang sehr, sehr viele Fragen. Zwecks den Kami-Rang, wie bekommt man gerne, bekommt man den Rang, ihr würdet ihn gerne haben. Vorerst suche ich mir die Kamis selber aus, vorerst sind es ein bisschen wenige, aber ich will das Ganze noch erstmal beobachten. Ich werde nach und nach immer mehrere einstellen, so ist nicht. Also, es hört sich ein bisschen sehr komisch an, ich will nicht die Wörter bewerben nennen und einstellen. Es sind ja für alles auf freiwilliger Basis und so, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Vorerst würde ich gerne selbst die Kamis aussuchen, weil ich da auf jeden Fall Wert drauf lege, dass ja auch diejenigen, die diese Rolle haben, auch Teams bauen können und gut mit euch umgehen in der Ausdrucksweise und so fort, damit das alles clean vorhanden läuft. Deswegen so viel dazu. Und in der Zukunft werde ich euch immer mehr zu den Sachen Teambildschirm oder zu meinem Discord-Server up to date halten. Aber kommen wir zum heutigen Team-Rating-Video. Ich würde gerne erstmal das Punktesystem erklären. Hatten wir lange nicht, beziehungsweise werde ich es immer mal wieder einblenden. Am Anfang jedes Team-Rating-Videos, nämlich man bekommt pro richtig gesetzten Charakter im Team, der den Leader-Skill entspricht, einen Punkt. Dann bekommt man einen weiteren Punkt, wenn alle Charaktere im Team Max-Level sind. Einen weiteren, wenn alle Max-Awaked sind, also die maximale Awakening-Stufe haben, die sie haben können. Und man bekommt einen weiteren Punkt für die richtige Wahl an Charakteren, also wenn ihr quasi aus eurem Charakter jetzt das richtige Team gebaut habt und den allerletzten 10. Punkt. Gibt es dafür dann, wenn das Team quasi optimal in der momentanen Meta ist. So läuft das Punktesystem von mir, was ich euch da verteile. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten Team an. Das erste Team ist von Barry, Hashtag Team Osuru. Vielen lieben Dank für die Einsendung. Hallo Osuru, ich habe ein Super Strength Team zusammengestellt für Super Bad Road und um generell mein bestes Super Strength Team herauszufinden. Ich hoffe, du kannst mir da weiterhelfen. Bilder folgen aber auch mit einem Bild von dem SA-Stand der Chars. Vielleicht habe ich auch gute Chars, die noch nicht awake sind. Kannst du das dann auch sagen, falls sie wirklich so gut sind, um sie zu awaken. Ja, machen wir mal. Schauen wir uns das Ganze mal Team an. An der Stelle, wir haben ein super Strength Team. Wie gesagt, alle Charaktere können entsprechend dem Leader Skill richtig 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level. Ja, das sind sie alle, sind Max Awake auch. Und dann gucken wir uns an der Stelle mal gleich die Charakterliste an. Aber außen vorweg, wir wollen ein super Battle Team und ein allgemeines super Strength Team. So, Battle Road Team ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Wir haben hier Super Saiyan Fiyuko als unseren Leader, LA Vegeta Blue, der sehr tanky ist. Super Battle Road, Vegeta und Bulma als Tank und Konter, kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Super Vegeta sitzt hier auf 100%, kann man auch machen. Dreifach Vegeta als Tank ist sehr, sehr gut. Und Bipan als Super Battle Road Charakter, da sie Healed und eine Rare Chance zu Stun hat. Also, die Wahl ist auf jeden Fall solide, kann man mitnehmen. Und mit dem Team kann man auf jeden Fall das Super Battle Road schaffen, denn ich habe es mit einem schlechteren Team geschafft. Ich hatte statt den dreifachen Vegeta zum Beispiel Krillin aus dem Barbershop mit der Damage Reduction. Und statt Bipan hatte ich Pan GT, die 100% auf ihr Death bekommt. Und so habe ich das geschafft. Also, eigentlich solltest du das mit diesem Team schaffen. Achte auf jeden Fall auf die richtige Itemwahl. Ich nehme zum Beispiel gerne mit Chi-Chi, Whis, Princess Snake und C18 zum Beispiel, aber nicht C18, sorry, C8, Android 8, das Item, was uns hielt und unsere Verteidigung erhöht für 2 Runden, genau. Aber kurz um die Charakterliste an, erstmal in Sachen Super Bad Road, würde ich da was ändern? Eigentlich nicht, also deine Konstellation passt, das kannst du auf jeden Fall so machen und eigentlich auch schaffen im Super Bad Road, oder du hast da einen Pycorn, vielleicht nimmst du mal Pycorn rein für Bipan, denn Pycorn ist ein Charakter, der den Angriff des Gegners debufft und das macht auf jeden Fall was aus. Müsst ihr auf jeden Fall mal rumprobieren. Ansonsten für ein generelles Super Strength Team würde ich auf Bipan verzichten. Auf jeden Fall auf Bipan verzichten. Ihn. Für sie würde ich einen Supporter mit reinnehmen. Da du hier aber keinen richtigen Supporter hast, könntest du Ultimate Gohan reinnehmen. Den würde ich auch für Bipan reinnehmen. Wenn wir davon sprechen oder davon ausgehen, dass es ein normales Super Strength Team ist und nicht für Super Battle Road, würde ich Ultimate Gohan reintun für Bipan. Denn er ist auf jeden Fall sehr solide Unit. Gibt auch einen Death Boost, wenn er in die Rotation reinkommt. Vegeta dreifachen kannst du drin lassen, wenn du da keinen Tank brauchst, weil die Charaktere
tanken eigentlich auch schon gut was weg. Vor allem LAVG so Blue oder unser Counterboy Vegeta und Bulma. Kannst du noch einen weiteren Super Strength Charakter mit reinnehmen, der da ein bisschen auf Angriff geht. Sei es entweder, wenn du da ein bisschen Support haben willst für Ultimate Gohan in Sachen Linkskills, könntest du dann Extreme Zero in Kid Gohan mitnehmen. Oder Godko erwecken, Godko mitnehmen. Du hast auf jeden Fall sehr viel Freiheit. Also einen anderen Charakter könntest du auf jeden Fall mitnehmen. Mir wäre es da lieber, wenn es sich um einen Super Saiyan handelt. Wir haben nämlich überwiegend Super Saiyan Charaktere. Also so gute Charaktere in deinem Team, die du mitnehmen könntest, wären zum Beispiel Vegeta Blue, Super Strength, der würde Warrior Gods mitgeben, zusätzlich für LAVGT Blue. Ansonsten aber auch bist du auf jeden Fall gut gedeckt mit, wir haben hier an der Stelle Super Saiyan Trunks GT, ja, wenn du da ein bisschen die GT-Schiene mitnehmen willst, oder Godko Awakening mitnehmen, wie gesagt. Also hast auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, das wären meine Ratschläge für dich. Gut, und das nächste Team ist von JerryDBZ. Danke fürs Einsenden, Hashtag Team Osoru. Wir haben hier ein Majin Buu Saga Team. Alle Charaktere entsprechen dem Leader Skill. Ja, das tun sie. Also gibt es schon mal 6 von 10 Punkten. Alle sind nicht Max Level. Ja, wir haben Super Saiyan 3 Goku, sein Max Level. Extreme Zero ist ja 140. Alle sind aber auch nicht Max Awake. Der Majin Vegeta hat noch eine Theo-Version. Deswegen bleibt es vorerst bei den 6 von 10 Punkten. Schauen Sie mir die Charakterliste an. Ich würde auf jeden Fall ein, zwei Stellen ändern. Sei es der Majin Vegeta oder den Goku vielleicht auch. Oder Candy Vegeta, gucken wir uns mal an, was du hier an der Charakterliste noch hast. Und zwar fällt mir auf einen Blick sofort aus, da Super Saiyan 3 physisch Gotenks, der gehört zu der Majin Buu Saga, den tust du auf jeden Fall rein für Majin Vegeta. Und dann da, aus dem Grund, dass wir Gotenks drin haben und dein Strength Gotenks auf 65% sitzt, würde ich den Strength Gotenks noch mit reinnehmen, auf jeden Fall. Für entweder Candy Vegeta oder Super Saiyan Goku, ich würde eigentlich eher den Super Saiyan 2 Goku Angel rausnehmen, weil Candy Vegeta agiert da besser als ein Rotationscharakter, auch wenn er reinkommt, tut er des Gegners Guard Disable, Dodge, also er da macht da einen besseren Job als ein Rotationscharakter meiner Meinung nach. Und genau, wie gesagt, daher würde ich Candy Vegeta drinnen lassen und die Änderung, die ich hier vollziehen würde, wäre auf jeden Fall Super Saiyan 3 physisch Codex reintun und den Strength Codex, die sind auf jeden Fall sehr solide. Rotation können zum Beispiel halten, physisch Super Vegeta mit dem LR Vegeta und Codex der Baseform mit dem Super Saiyan 3 Physisch Codex oder Super Saiyan 3 Physisch Codex mit einem Super Saiyan 3 Goku. Das nächste Team ist von Mui. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Wir haben hier Hashtag Team Osoro an der Stelle und ein Fusion Team. Fusion schrägstrich Physisch Team. Wir wissen ja, Alagorita gibt auch Physisch Charaktere in dem Boost. Dementsprechend ist jeder Charakter dem Leader Skill entsprechend. Ja, das ist er. Und deswegen gibt es 6 von 10 Punkten. Alles in Max Level sind sie das. Ja, und Max Awake richtig 8 von 10 Punkten. Dann gucken wir uns die Charakterliste an. Zuallererst haben wir die Fusion Charaktere. Und von denen haben wir auf jeden Fall drin Alagorita, vierfacher Gogeta, Super Gogeta, sehr, sehr gut. Und C-Dex hast du auch mit reingenommen, perfekt. Aber wir haben noch weitere Fusion-Charaktere. Und wen ich hier auf jeden Fall ausbügeln würde, ein bisschen raustun würde, wäre der Base vom Gotenks. Ist ein Free-to-Play-Unit. Die anderen Fusion-Charaktere, zum Beispiel Karoli, ist besser als er. Deswegen merken wir uns mal Karoli, gucken uns aber mal die Physisch-Liste an. Da hätten wir zum Beispiel noch, wenn ich so mitnehmen würde, vielleicht den Super Saiyan 2 Gohan erwecken und als Supporter mit reinspielen. Aber wenn wir uns den Graphen ansehen, dann haben wir auf jeden Fall da unser Hauptkader oben. Alagorita, Super Gogeta in einer Rotation, vierfacher Gogeta zum Beispiel mit C-Dex in einer Rotation oder mit Super Vegeta physisch, wie du willst. Also heißt, die einzige Änderung, die ich hier machen würde, ist auf jeden Fall den Base von Gotenks reintun. Jetzt entweder, da gebe ich jetzt zwei Optionen für den Karoli. Karoli ist wirklich nicht schlecht, bekommt 80% auf seinen Angriff und hat eine Rare Chance zu Stun, bekommt den Fusion Boost, also den besseren Boost. Der Gohan würde nur den physischen Boost bekommen. Da der Fusion Boost besser ist, würde ich eigentlich mich eher für Karoli entscheiden. Er linkt sich gut in den Team. Könnt's auch rein und raus rotieren, den Dude. Oder dann hat quasi einen richtigen Rotationscharakter mitnehmen, nämlich Supporter mit Super Saiyan 2 Gohan. Er macht da seinen Zweck auf jeden Fall sehr, sehr gut als Supporter. Also je nachdem, wie du dich entscheidest. Wenn du Supporter mitnehmen willst, noch als letzten Charakter, dann tu den Super Saiyan 2 Gohan rein. Wenn du einen weiteren Charakter mitnehmen willst, der Damage macht oder sich gut linkt mit dem ganzen Team, als Fusion Charakter den besseren Leader Skill bekommt, dann würde ich dir Karoli empfehlen. Gut, und zum Schluss haben wir unseren Boy VietN. Lieben Dank für die Einsendung. Hashtag Team Osoro. Yo, Osoro, das ist momentan mein Realm of Gods Team. Wenn in der Zukunft jeder sein Awakening bekommt, mit welchem Char würdest du ihn austauschen? Beziehungsweise wie würdest du ihn einsetzen? Alles klar, wir merken uns, er will Jiren einsetzen im Team. Und mein Ziel ist auch seit langem, den Toppo zu bekommen, da ich ihn recht nice finde. Hoffentlich ziehst du ihn dann, wäre auf jeden Fall nice in dem Realm of Gods Team, vor allem nach seinem Awakening. Und den Argelbu geht natürlich, wenn der Banner kommt. Genau, Toppo ist ja auch der gefeatured an der Stelle, Jiren auch. Heißt, das wird auf jeden Fall dein Banner. Aber schauen wir uns mal sein aktuelles Team an, nämlich wir haben hier ein Realm of Gods Team. Alle Charaktere sind entsprechend im Leader-Skill. Ja, was tun sie? 6 von 10 Punkten. Max Level, Max Awake, richtig. 8 von 10 Punkte. Und dann sehen wir auf jeden Fall ein sehr, sehr solides Team. Ist ein wirklich gutes Team. Wir sehen natürlich ganz auf den ersten Augenblick, wir haben hier Alagoku und Rosé. Also Alagoku Black und Agility Rosé in einer Rotation.
spielen wir auf jeden Fall die linken Sicht mit 6 Links, ist sehr solide. Die andere Rotation gucken wir uns jetzt genauer an, beziehungsweise, dein Uyuk ist auf 100% nice, den halten wir auf jeden Fall in der Rotation. Kannst du machen mit Vegeta Blue oder mit Elevated Blue, ist die Entscheidung letztendlich bei dir. Aber du wolltest ja Jiren nutzen in deinem Realm of Gods Team. Jiren im Realm of Gods Team ist eigentlich nicht zwingend ein Muss, vor allem momentan nicht. Deswegen gehe ich darauf ein, wie er nach seinem Awakening wird. Aber aus vorweg würde ich erstmal das Team in einem Punkt ändern. Jetzt mal abgesehen, unabhängig von Jiren. Nämlich, ich würde dein Strength Godku reintun statt Kaioken Goku Blue. Auch wenn Kaioken Blue auf 89% sitzt. Der Strength Godku ist hier in dem Fall ein besserer Partner individuell für Ui Goku. Er gibt ihn sehr, sehr gute und viele Linkskills, aber auch für die anderen Units. Macht auf jeden Fall einen guten Job. Kaioken Goku Blue ist eigentlich nur in dem Team als Rotationscharakter, dass er da Linkskills reinholt. Aber die so in deinem Setup, da brauchst du keine extra Linkskills. Deswegen würde ich Godku auf jeden Fall reintun. Individuell ist er stärker und teilt wirklich sehr, sehr wichtige Linkskills mit Ui Goku, aber auch mit den anderen Units wie Godly Power Warrior, Godswill, Ele, Vegito Blue und Vegeta Blue zum Beispiel. Gut, aber wie gesagt, wenn wir die Änderung machen wir auf jeden Fall, deswegen sehen wir oben die Charaktere, dein Team, wie es jetzt ist, aber das Team würde ich auch by the way so lassen, also kannst auf jeden Fall mit spielen. Ich würde dann noch nicht Jiren reintun, aber du wolltest ja wissen, wie würde ich quasi Jiren spielen. Ich gehe jetzt davon aus, dass Jiren sein Awakening hat, heißt, wenn Jiren sein Awakening bekommt und ihn unbedingt spielen würdest, dann würde ich ihn reintun. Und in der Rotation lassen mit Ultra Instinct Goku. Sie teilen sich momentan nur zwei Links unerweckt. Das sind Tournament of Power und Godly Power. Bekommt man noch 4 Battles. Das sind 3 Linkskills. Solide, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Mit einem guten Angriff Boost und Ki Boost. 30% auf den Angriff und Ki plus 3. Heißt, dann kannst du dann Ultra Instinct Goku mit Jiren in der Rotation lassen, sobald er sein Awakening bekommt. Wenn wir dann raus tun, ist halt dir selbst überlassen. Entweder du tust Strength Godku raus, kannst du auf jeden Fall machen, weil wir dann quasi Jiren mit in der Rotation lassen mit ihm. Mit Ui Goku oder das Int Vegeta Blue raus, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du noch Super Saiyan Blue Evolution Vegeta ziehen willst, dann würde ich auf jeden Fall Vegeta Blue drin lassen und als Platzhalter für Super Saiyan Blue Evolution Vegeta mal vorerst lassen. Heißt, wenn du Jiren unbedingt spielen willst, könntest du ihn reintun für Strength Godku in der Rotation mit Ultra Instinct Goku, wenn er sein Awakening bekommt. Und warum habe ich da unten noch Whis hingetan? Whis als Supporter, wenn du noch in dem Team einen Support haben möchtest, könntest du auf jeden Fall Whis reintun. Sei es jetzt zum Beispiel für Strength Godku oder Vegeta Blue. Beziehungsweise, wenn dieser Whis soll auch ein Platz sein für Toppo, wenn Toppo sein Awakening bekommt, wird er zu einem sehr, sehr guten Supporter und im Realm of Gods Team ist er auch, also bekommt einen besseren Leader Skill, beziehungsweise gehört er zur Kategorie. Deswegen kann man auf jeden Fall Toppo reintun, beziehungsweise nochmal ganz klar die Message an dich. Nämlich, wenn Jiren sein Awakening bekommt zusammen mit Toppo und du beide ziehst, kannst du auf jeden Fall beide reintun. Dann würde ich auch beide reintun. Dann könntest du Toppo reintun und Jiren für beispielsweise Vegeta Blue und Strength Godku oder Elevate. Aber soweit ist ja noch weg, bis Jiren nur quasi das, damit du dir im Bilde bist, wie man Jiren einsetzt in dem Realm of Gods Team. Natürlich dann auf jeden Fall mit Support von Whis beispielsweise jetzt momentan aktuell ohne Toppos Awakening und dann in der Rotation mit Ultra Instinct Goku, falls du dich das so quasi gefragt hast, wie ich Jiren einsetzen würde in einem Realm of Gods Team. Gut, Freunde, so viel zu dem Team-Rating-Video von dieser Woche. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.